wieder zu einer Challenge mit einem Special Guest, hallo, den ihr schon kennt. Ich glaube, wir haben schon zwei Videos auf meinem Kanal gemacht. Einmal ein Follow Me Around und einmal eine 7-Sekunden-Challenge. Die verlinke ich euch unten in der Infobox. Die war nämlich sau witzig. Ja, stimmt. Und wir haben natürlich auf ihrem Kanal auch eine Challenge gedreht. Die war sogar noch witziger. Das war nämlich die 3-Minuten-Make-up-Challenge. Ich muss gerade nochmal überlegen. Ja, die 3-Minuten-Make-up-Challenge ohne Spiegel. Ohne Spiegel, mit rotem Lippenstift und Eyeliner. Also ihr könnt euch vorstellen, wie wir danach aussahen. Nicht so. Genau, aber jetzt mal zu meinem Video. Ich habe mir nämlich selber eine Challenge ausgedacht. Und zwar habe ich hier in mein Täschchen so ein paar Duftdinger reingetan. Die habe ich im Obi- oder im Hagebaumarkt gefunden, keine Ahnung was von beiden. Und das sind so Duftdinger, die kennt ihr bestimmt, da macht man unten drunter so eine Kerze und dann können die ganz tolle Gerüche verteilen. Und da dachte ich mir, wir schnuppern einfach mal an diesen Dingern, natürlich mit Augen zu und so weiter. Und müssen erraten, welchen Duft denn dieses Ding da hat. Und der, der es nicht errät, der kriegt eine Strafe. Jeder von uns muss drei Sachen riechen, drei von diesen Dingern und... bin mal gespannt, wer von uns besser ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Du bist der Gast, möchtest du starten? Yay! Auch zu, weil die Dinger haben Farben und wir wissen schon vorab, was es ist. Ich blende es euch dann immer ein und dann schauen wir mal, was sie sagt. Oh verdammt, was ist das? Muss ich mal nachschauen? Ich habe hier mein Schlagzettel, ihr lest es ja eh gerade. Ich kann es echt nicht sagen. Warte mal, da war so ein komisches Wort auf der Liste. Magnolie? Nein. Was ist das dann? Das ist schwer, das stimmt. Du hast dir gleich ein schweres ausgerufen. Es ist eine Frucht. Eine Frucht? Ich habe so das Gefühl, dass der Duft verschwindet. Du hast noch eine Chance. Melone. Ja! Ja, aber dann habe ich auch einmal ein Doppelfeuer. Ja, genau. Okay. Das ist auch verraten. Ich glaube, ich weiß. Ey, bei mir schauen ja alle braun aus. Ich sage, das ist Bratapfel. Das ist Bratapfel. Bist du dir da sicher? Wenn du sagst nein. Nein, ist es nicht. Gib mir einen Tipp. Magnolie. Ist es Frucht? Ist eine Frucht. Ist es wirklich nicht der Bratapfel? Nein, wirklich nicht. Was ist es nicht? Okay. Kirsche! Ja. Ich sehe schon, wir machen keine Challenges. Nee, okay, also beim nächsten Mal das erste zählt. Ah, warte, warte. Oh nein. Das ist aber Magnolie. Nein. Das ist grüner Apfel. Das riecht aber voll blumig. Doch, wenn du ein bisschen, wenn du weißt, dass es grüner Apfel ist. Also ich habe 6 Strafen aufgefischt. Aufgeschrieben. Also, was? Trage roten Lippenstift wie Miranda. Gut, dann muss ich dann das ganze Video damit rummachen? Ja. So, dann tun wir mal. Du bist so schön. Okay. Vanille. Das ist hellgelb Vanille. Nee. Scheiße. Oh nein! Blaubeere! Da habe ich vorhin schon dran geschnuppert und dachte mir, das ist keine Blaubeere. Das ist aber... Na, ja, wobei... Die andere darf dir eine schicke neue Frisur machen, die du dir das restliche Video tragen musst. Voll mich als Frisuren-Profi. Willst du mit Absicht mein Ohr mit? So ein bisschen den Messi-Look. Okay. Oh, die Strähne hier finde ich sehr hübsch. Gell? Hätte ich mir auch selber so ausgesucht. Hinten auch, schaut auch sehr, sehr, sehr toll aus. Hier so dieser Dutt endet einer Blume, einer Magnolie. Oh, was nett. Ich schwöre dir, die riechen alle gleich. Magnolie. Aber das ist doch nicht Bratapfel. Da müsste doch Zimt, oder? Das ist Bratapfel. Magnolie. Wenn du Magnolie riechst, dann weißt du, dass es Magnolie ist. Bestrafung! Sprich ab sofort Englisch. Okay.
dran. It's your turn. Yes. Ich muss nicht Englisch reden. Scheiße. It's a fruit. It's a fruit? It's a fruit. Dann ist es nicht Magnolie. Was hatten wir denn noch? Das riecht nach gar nichts. Ah, scheiße, das ist Mango. Scheiße. Ha? Poste ein hässliches Selfie von dir. Also Leute, wenn ihr euch mal vor ein paar Tagen gefragt habt, warum ich so ein hässliches Selfie auf Instagram gepostet habe, ist es deswegen. Ist das hässlich genug? Okay. Was soll ich schreiben? Also wir hatten jetzt so viel Spaß und die ersten zwei, die waren ja eigentlich geschenkt, deswegen machen wir jetzt noch zwei. Vanille? Wenn ich dir jetzt sage, was es ist. Ja, was ist es denn? Magnolie! In Englisch und singen? Dein Ernst? Komm rüber! Okay! Vanille. Oh, you can write! Yes! So, unser Video ist jetzt zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Wir sehen sehr, 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 sehr hübsch aus, obwohl du bist die Queen, muss ich schon sagen. Auf Ugliness. Sie hat die blödsten Sachen abbekommen. Ich hatte ja da noch einigermaßen Glück, aber okay. Nee, also ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht, wie es uns Spaß gemacht hat. Und vielleicht hat ja jemand von euch Lust, diese Challenge zu machen. Vielleicht auch mit anderen Sachen, die man riechen muss. Keine Ahnung. Also wie gesagt, diese Dinger gibt es beim Hagebaumarkt, habe ich es gekauft. Falls es dem euch auch gibt, oben. Ja. Genau, dann schaut doch auf jeden Fall nochmal bei ihrem Kanal vorbei, wegen dem anderen Video. Es war einfach nur hilarious. Um deine Sprache wieder aufzugreifen. Hilarious! Hey, es war echt super witzig, es ist nicht so langweilig, es sind ja nur 3 Minuten gewesen, genau. Aber wir sahen danach sehr, sehr hübsch aus. Und genauso wie jetzt. So ungefähr. Nein, jetzt siehst du ja hübsch aus, ne? Sag das mal Miranda, dass du nicht hübsch aussiehst. Genau, dann danke ich euch sehr, sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend, wann immer ihr das Video seht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!